Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 49. Folge zu Alex. Nach weiteren 5 Minuten habe ich es aufgegeben. Ich habe meinen Spielstand neu geladen und einmal durchgesprintet, weil ich krieg die da sonst nicht raus. Aber hier sind wir jetzt. Jetzt werde ich hier mal kurz speichern, damit ich den ganzen Quatsch nicht normal machen muss. Nesty. Nesty. Ja. Ich habe gesehen, ich habe noch 3 Granaten im Winter. Irgendwie sehr wir die vielleicht brauchen werden. Easy, komm. Ah, macht sich bereit. Ja, als ob es jetzt wirklich geschafft. Hallo, was ist denn aus der Ecke raus, Digga? Hab mir nicht. Was? Ob der Raketenwerfer nervig ist, dieser Flammenwerfer? Nein, überhaupt nicht. Ist komplett in Ordnung. Du wirst zwar nur gedownt, brauchst 8 Jahre zum Aufstehen, aber sonst ist es komplett in Ordnung. Ich freue mich sehr auf dem Radar noch so viele Gegner. Ja, Nasty. Das ist erbärmlich. Sie geht nicht hin, alleine mal den Gegner zu töten. Das ist traurig. Lasst mich in Ruhe. Liebter Feind. 20 Alps getötet. Ja. Ach, vor allem müssen wir noch eine Etage fahren. Kein Bock. Ja, das sieht gut aus. Mehr davon. Kann ich das hier nur hacken?
4, die 7 ist größer, die 6 ist kleiner, die 8 ist größer. Bam. Easy. Dann würde ich sagen, ist die 1 kleiner, die 4, 5 größer, würde ich jetzt behaupten. Geht doch. Ach, hier dieses Hacken. Das ist nicht so nervig wie bei Fallout. Wo du nach einem ganz bestimmten Wort suchen musst von 50 oder so. In der nächsten Etage zu sterben, ich hoffe doch. Ich muss auch mal speichern. Das du kümmerst dich um den Großen, nicht um den Kleinen. Gute Idee. Das Scheißvieh so. Schon ist begeistert. Hä? Hitbox. Unfassbar. Hier ist diese Automate, die ich haben müsste. Das Nervige ist, er drängt sich halt jedes Mal auf. Wie jetzt aufstehen könntest, ne? Wenn wir einen Ackgegner abnehmen könntest. Ich bin echt heilig. Stattdessen darf ich wieder meine ganzen Heiltränke verbrauchen. Nur um dich tot zu kriegen. Oder so einer von uns beiden wird vielleicht rein. Das ist meine Frage der Zeit. Okay, da war ich gierig, muss ich zugeben. Nicht noch einmal hängen, klar? Sagst du? Du lässt mich doch ganz ertrinken, wenn du nichts aushältst. So, werde abschalten. Dann habe ich den Auftrag erledigt, wofür Ulrich gestorben ist. Im Namen von ihm habe ich dann den Scheiß deaktiviert. Ich glaube, es wird sich bald herumsprechen, dass wir leben. So, dann gehen wir uns mal die Belohnung holen. Das ist ein zu anstrengender Kampf, muss ich sagen. Voilà. Schon cool, wenn hier noch ein Kleriker sitzen würde. Ich bin hier hochgeflogen und kam nicht mehr runter. Okay, ich würde schon sagen, sie ist jetzt mehr enttäuscht, aber doch nicht. Zack, zack, zack.
Will ich kurz einmal kurz gucken. Ah nee, das für meinen Begleiter war ja hier und ich bin hier. Bäh, bruh. Einfach nur RIP. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und werden wahrscheinlich jetzt sehr viel Ärger bekommen, weil alle gestorben sind. Auch unser Questgeber, der Chef, der oberste Lord. Deswegen nehme ich an, ich kann auch kein Kleriker mehr werden, was ich mir gewünscht habe. Judikator Ulbricht ist von uns gegangen. Er war ein großer Mann. Sein unerschütterlicher Glaube hat uns allen Kraft gegeben. Aber wir haben immerhin eine wichtige Schlacht in unserem eigenen Land gewonnen. Nun bin ich der letzte Judikator von Ignadon. Kalan, gib mir Weisheit und Stärke, damit ich die vor uns liegenden Aufgaben bewältige. Erklärt mir die Regel des Horts. Erkläre mir die Regeln des Horts. Eigentlich sollte dich Xander bereits über unsere Regeln informiert haben. Aber ich werde gerne für dich aufrücken. Achso, nee, dann brauchst du es nicht. Ja. Okay. Du entscheidest also, wer Kleriker wird oder nicht? Du entscheidest also, wer Kleriker wird und wer nicht. Ganz richtig. Erst wenn ich sage, dass jemand bereit ist, darf er uns beitreten und seine Ausrüstung an sich nehmen. Mal angenommen, du würdest uns beitreten wollen, dann würde ich dich auf die Probe stellen. Du würdest eine Aufgabe für mich erledigen, die von großem Interesse für die Gemeinschaft der Kleriker ist. Bei dieser Aufgabe würden wir dich beobachten und dann entscheiden wir, ob du zum Akolyt der Kleriker werden darfst. Stell mir die Aufgabe. Stell mir die Aufgabe. Wie du möchtest. Du keiner Fraktion angehörst und hier auch noch nicht besonders viele Freundschaften geschlossen hast, bist du perfekt dafür. Wir haben ein Problem mit Elex-Händlern hier im Hort. Niemand würde mir gegenüber eine ehrliche Aussage treffen. Du auf der anderen Seite bist ein Niemand. Ein unbeschriebenes Blatt. Wenn du das Problem mit den Elex-Händlern aus der Welt schaffst, gibt es natürlich eine Belohnung. Und wenn du dich gut anstellst, ist es dir auch erlaubt, dich uns anzuschließen und ein wahrer Streiter Kalans zu werden, sofern wir dich als erfahren genug erachten. Okay, wegen des Elex-Händlers im Ort. Ja? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Ich habe Dietrich bereits auf die Hintermänner des Elex-Handels hier im Ort angesetzt. Du solltest mit ihm sprechen. Ansonsten hatten wir hier erst vor kurzem einen ganz konkreten Fall von Elex-Handel, bei dem ein Verdächtiger entkommen ist. Wir konnten den Kreis der Verdächtigen auf 3 Personen einengen. Wer sind die Verdächtigen? Wer sind die Verdächtigen? Es geht um Oswald, Hagen und Siegfried. Du solltest mit den Wachen sprechen, die zur Tatzeit Dienst hatten. Jede Wache wird angehalten, Protokolle zu schreiben. Wenn wir Glück haben, geben diese uns Aufschluss darüber, wer der wahre Täter ist. Ich brauche mehr Einzelheiten über das Verbrechen. Ich brauche mehr Einzelheiten über das Verbrechen. Also pass gut auf. Viel wissen wir nicht. Die Tat ist nachts begangen worden, vor einigen Tagen. Einen der Verdächtigen konnten wir festsetzen, aber nun ja, sagen wir einfach, er ist nicht mehr in der Lage, uns sinnvolle Informationen zu geben. Unsere einzige Hoffnung ist es jetzt, die Protokolle der Wachen von dieser Nacht durchzuschauen. Vielleicht findet sich dort drinnen ja etwas. Wo finde ich die Wachen, die ich befragen soll? Wo finde ich die Wachen, die ich befragen soll? Xander, die Torwache. Er steht vermutlich wie immer am Haupteingang und hält dort Wache. Dann solltest du noch mit unserer Grubenwache und der Fabrikwache reden. Die Grubenwache findest du hier direkt westlich, unterhalb der Kathedrale. Und die Fabrik du im nördlichen Teil des Lagers, bei den Roboterproduktionsstätten.
Ich vermute, ich kenne es. Ich will das mal gucken. Ich habe noch nicht mit jedem geredet, oder? Vogelfrei. Wie hießen die Mission jetzt nochmal? Ah, da. So, bevor ich ja irgendwen beschuldige, daher. Okay, weil die Folge bald zu Ende ist, würde ich jetzt nochmal hier lang gehen, Richtung Kampfsystem. Ich würde eins in Fernkampf legen. Punkt. Überleben. Zwei. Drei. Und dann würde ich sagen, hier wäre das dann die 4. Hier wird dein Überlebenswert 4. Oder? Ist das. Oder nee, dann lasse ich das hier weg. Das sind nur die Werte. Dann habe ich 3, dann behalte ich noch 2. Für die jeweiligen. Ihr wisst schon. Okay. Wir machen das immer dort, wo wir es am besten können, natürlich. Tada. Kampflehrer. Überlebenslehrer. Überlebenslehrer. Ich muss jetzt leider mal nachgucken. Kampf. Aber der Fernkampfschaden. Und der Rest für Überleben, nicht wahr? Auch. Wir brauchen jeden Händler. Ich werde dann tatsächlich hier dann nochmal abspeichern. Für mich privat. Weil ich dann ab dort gerne den Weg. Nur für den Erfolg. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ich würde dann gerne für den Erfolg dann einmal den Spielstand neu laden, mich den Klerikern beitreten und zack, nochmal ein paar easy verdiente Gamerscore. Mehr ist das ja nicht. Aber Folge 50 sollten wir dann. Sollten wir dann ein Kleriker sein. Und dann vielleicht endlich mal richtige Pünktchen bekommen. Bringen wir was bei Fernkampfschaden. Zack. Dann, wir machen jetzt mehr Schaden mit Fernkampf. Jetzt gehen wir hier runter. Genau. Ist lange her, dass ich hier war, deswegen muss ich mir die Orte wieder markieren. Es gibt noch viele Erfolge, die ich auch noch so machen muss, wo ihr mir aber nicht zugucken müsst, wie 25 Mal durch Fallschaden zu sterben und so. Ich glaube, das ist etwas, was euch nicht interessieren wird. Da fehlt noch was. Wenn ich mich ganz halt von Bergen stürzen würde, so 25 Mal. Aber ich freue mich. Interessanter Gedanke. War es nicht. Warte es nochmal. Das kann doch so nicht weitergehen, oder? Ist einer von euch? Wirklich? Du schlägst mich ins Lager der Berserker? Was dagegen? So laut. Ich dachte, wir gehen vielleicht an einen romantischeren Ort nach Xarkor zum Beispiel. Sie lustig. Nicht immer so rups. Hey. Warum wächst du mich? Das ist sicher nichts kosten. Oh. Bring uns bei. Bring. Na. Dann einmal. Oh mein Gott, ich hab vergessen, was ich lernen wollte. Persönlichkeit überhaupt, was ich lernen wollte. Kampfkraft wäre auch nicht schlecht.
Nehmt das mal, Gruppe hier. Kampfkraft meiner Gefährten. Die schlecht an. Dann haben wir halt am Ende nur noch einen Fähigkeitspunkt, aber vielleicht werden wir noch ein Level up, bevor wir zu den Klerikern gehen. Das sind Sachen, die ich gerne noch haben möchte. Ein mächtiges Problem. Du bist das Problem. Lügen darf man sagen. Hey. War da was? Bring. Wie du willst. Hacken. Und. Jetzt habe ich noch zwei. Ach so, ja, überleben. Ich erinnere mich. Das warst du, ne? Genau. Dann sehen wir alle Teleporter auf der Karte. Da freue ich mich schon drauf. Wenn wir die dann mal alle abklappern. Nee, was ich keine Sorgen drum. Das werde ich alles werde ich außerhalb machen. Wenn natürlich irgendwas Spannendes passiert, dann starte ich natürlich die Aufnahme, wie wenn ich plötzlich eine Quest aktiviere oder so. In jeder Stadt gibt es irgendwie diesen einen Bettler. Ist da wer? Zeig ein Teleporter auf der Karte an. Ich könnte natürlich auch im Internet nachgucken, aber. Ihr wisst, wie es ist. Oh, es gibt gar nicht so viele, als ich jetzt erwartet habe, tatsächlich. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.